Wir leben in einem Paradies, zumindest was das Wasserangebot angeht. Rund 188 Milliarden Kubikmeter stehen den Bundesbürgern theoretisch pro Jahr zur Verfügung. 17% davon werden tatsächlich genutzt. Der Rest ist Reserve. Aber wo kommt das Wasser her? Und wie kommt es zu uns? Das Reder Trinkwasser ist von Natur aus so rein, dass keine zusätzliche chemische Behandlung notwendig ist. Regelmäßige Trinkwasseruntersuchungen, Netzkontrollen und Modernisierungen sorgen für eine sichere und zuverlässige Trinkwasserlieferung auf hohem Niveau. 8 Brunnen fördern das Grundwasser für das Wasserwerk Rehde. Gewonnen wird das Grundwasser ausschließlich in der Wasserschutzzone Barge. Die wasserführende Schicht ist zwischen 10 und 30 Metern tief. Eine Pumpe in rund 15 Metern Tiefe fördert rund 30 bis 50 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Grob gefiltert wird das Grundwasser zuvor durch eine Kiesschicht und den sogenannten Wickeldrahtfilter. Das geförderte Grundwasser, auch Rohwasser genannt, gelangt über eine Zubringerleitung in die Filterhalle. Hier können pro Stunde bis zu 300 Kubikmeter Rohwasser zu Trinkwasser aufbereitet werden. Das Rohwasser enthält einerseits zu wenig Sauerstoff, andererseits zu viel Eisen, Ammonium und Mangan. Zur Aufbereitung wird das Wasser über eine Sammelleitung in die beiden sogenannten Oxidatoren geleitet. Hier wird das Rohwasser belüftet, um die unerwünschten Metalle abzuspalten. Dazu wird Luft durch zwei dünne Röhrchen in den unteren Teil des Behälters gepresst und vermischt sich mit dem Wasser. Durch die chemische Reaktion mit dem Sauerstoff flocken die Metalle aus. In der anschließenden Filterstufe werden die Eisen- und Manganoxidpartikel herausgefiltert. Die Filterstufe besteht aus 6 geschlossenen, mit Filtermaterial gefüllten Kesseln. Dabei handelt es sich um herkömmlichen Kies in unterschiedlicher Körnung, von grob bis ganz fein. Während das Wasser ganz langsam durch die etwa 2 Meter dicke Kiesschicht sickert, bleiben die Schwebeteilchen hängen. Nun ist das Wasser gereinigt. Aus Rohwasser ist Reinwasser geworden. Um die Filter zu reinigen, werden sie in regelmäßigen Abständen mit einem Luft-Wasser-Gemisch gespült. Das schlammhaltige Spülabwasser wird in einem Becken mit einem Volumen von 210 Kubikmetern aufgefangen. Nachdem sich die Eisen- und Manganteilchen aus dem Rohwasser abgesetzt haben, wird das Überstandswasser über eine Rohrleitung in eine Versickerungsmulde abgeleitet und dem Grundwasser wieder zugeführt. Der in dem Becken abgesetzte Schlamm wird regelmäßig abgepumpt und entsorgt. Ein gewaltiger Trinkwasserspeicher mit 2 Kammern deckt den mittleren Tagesbedarf von Rehde. Jede Kammer fasst ein Volumen von 1500 Kubikmeter frischem Trinkwasser. Diese Menge wird benötigt, um auch für einen erhöhten Wasserverbrauch gerüstet zu sein, wie etwa im Sommer. Das Rheinwasserpumpwerk fördert das Wasser von den Trinkwasserspeichern in die Haushalte. Der Tagesverbrauch in Rehde liegt bei etwa 3200 Kubikmetern. Das entspricht 23.000 Badewannen oder 127 Litern Trinkwasser pro Bürger. Versorgt werden sie über ein unterirdisches, rund 200 Kilometer langes Rohrleitungsnetz. 5.200 Haushalte sind daran angeschlossen. Die Leistungsfähigkeit der 4 Rheinwasserpumpen beträgt maximal 550 Kubikmeter je Stunde. Damit selbst im Störfall eine Versorgung möglich ist, gibt es 2 Notverbundleitungen mit anderen Versorgern. Eine mit der BEW in Bocholt und eine mit der RWW in Burlo. Um das Rohrnetz vor eventuellen Beschädigungen durch Druckstöße zu schützen, befinden sich zwischen den Rheinwasserpumpen und dem Versorgungsnetz 2 sogenannte Hydrophorkessel. Die in dem Kessel eingeschlossene Luft wirkt dabei wie ein Stoßdämpfer. Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Es gehört zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln überhaupt.
Umso mehr gilt es, die Qualität des Grundwassers nicht nur zu erhalten, sondern zu verbessern. Denn gutes Trinkwasser setzt gutes Grundwasser voraus.